Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist der letzte Neujahrsgruß, den ich Ihnen im Namen des Vorstands als Präsident der IPV aus meiner Praxis in Bologna sende. Die Jahre vergehen, die Jahreszeiten wechseln, das Leben nimmt seinen Lauf und die Welt verändert sich, doch die Kontinuität unserer Vereinigung, eine dynamische und, wie wir sehen werden, für neue Ideen offene Kontinuität, bleibt gewährleistet nicht nur dank der Konstanz des professionellen Selbst unserer Mitglieder, sondern auch dank unserer gemeinsamen Ideale, lebhafter wissenschaftlicher Aktivitäten, der Unterstützung unseres administrativen Rahmens und nicht zuletzt dank dessen, was ich als unsere IPV-Mentalität bezeichne. Eine internationale und interregionale Vision, die über mehr als ein Jahrhundert gewachsen ist und es uns ermöglicht, auch über unsere eigenen inneren Prozesse zu reflektieren. Diese Vision gründet im Geist der Kooperation für unsere Gemeinschaft und im Respekt vor den Unterschieden, an denen es innerhalb einer weltweiten Organisation mitnichten mangelt. Ich möchte Ihnen zunächst von dem neuen Verwaltungssitz der IPV berichten. Nach 3 Jahren Zeiten in Broomhills, in den nördlichsten Randbezirken Londons, ist unser Hauptbüro nun ins Lexikon umgezogen, einem modernen, stilvollen Gebäude mitten im Herzen Londons, leicht erreichbar für Mitglieder, die uns besuchen möchten und herzlich willkommen sind. Helle, attraktive und bestens ausgestattete Räumlichkeiten, perfekt geeignet als Arbeitsplatz für unsere IPV-Mitarbeiter, ein echtes Operationszentrum, kein zeremonielles Präsentationsobjekt. Nichts Grandioses, sondern ein effizientes und funktionales zentrales Arbeits-Ich der IPV, auf das wir stolz sind. Das Design des Lexikon mit seinen raumhohen Fenstern, die auf das glitzernde Wasser des Kanalbeckens hinausgehen, das Enten und Schwänen als Tummelplatz dient, ist ein Spiegelbild der Kernkonzepte der IPV-Kommunikation. Helle, reflektierende Transparenz anstelle der Wendefenster, die dazu einladen, von außen nach innen und von innen nach außen zu blicken und Barrieren zu überwinden, um die äußere und die innere Welt enger zusammenzuführen. Das ist die neue IPV. Die IPV ist tatsächlich eine außergewöhnlich aktive und vitale Organisation, eine Vereinigung mit 79 Komitees und Arbeitsgruppen und mehr als 500 aktiv engagierten IPV-Mitgliedern. Unser Respekt und unsere von Herzen empfundene Dankbarkeit gelten all diesen Mitgliedern, die sich ihrer Arbeit mit Hingabe und Enthusiasmus widmen. In diesem Schreiben konzentriere ich mich auf die jüngsten Neuigkeiten und Entwicklungen, an denen keine Mangelware herrscht, weil unsere Administration ausgesprochen dynamisch ist. Dies umso mehr, als wir uns der Bereicherung und Stärkung durch unsere designierte Präsidentin Virginia Unger und unseren designierten Vizepräsidenten Sergio Nick erfreuen, vor allem aber, weil die IPV sich laufend weiterentwickelt und weiterentwickeln muss, um auf die in ständigem Wandel begriffenen Erfordernisse einer schnelllebigen Welt reagieren zu können. Das Komitee für die Geschichte der Psychoanalyse wird eine kulturelle Lücke schließen
und den dringend notwendigen interregionalen Dialog zu diesem Thema in Gang bringen. In Anbetracht unserer Geschichte als internationale, von Freud selbst gegründete Vereinigung erfüllt die IPV hier eine sensible und komplexe, grundlegende und unverzichtbare Aufgabe. Die Geschichte steht auch im Fokus unseres Freudian Legacy-Projekts, das, wie sein Name schon sagt, Möglichkeiten untersuchen wird, unser historisches Erbe zu bewahren. Nachdem wir im vergangenen Jahr einen Fragebogen an alle Gesellschaften geschickt und um ihre Teilnahme an dieser Initiative gebeten hatten, hat der IPV-Beirat nun die Gründung einer neuen Arbeitsgruppe beschlossen, die das Freudsche Erbe in internationalem Maßstab erfassen und die Möglichkeit einer Aufnahme der IPV in die UNESCO-Liste der Weltkulturgüter prüfen soll. Derweil treiben wir mit viel Elan die organisatorische Arbeit voran, um die für das Verwaltungsarchiv und für das wissenschaftliche Archiv der IPV notwendige Technologie einrichten zu können. Die Arbeit an unserer Webseite und den Social Media Plattformen entwickelt sich stetig weiter. Wir erreichen die geografisch fernsten Winkel und können allen Mitgliedern unserer Vereinigung die Möglichkeit geben, über ihre Aktivitäten zu berichten. Die Initiative Gesellschaft des Monats, die allmonatlich auf der Webseite eine andere IPV-Zweiggesellschaft vorstellt, ermöglicht es unseren Mitgliedern, die Geschichte, die Kultur, die Menschen und die Aktivitäten der Gesellschaften, die sich in unserer so lebendigen und florierenden psychoanalytischen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, kennenzulernen, auch durch Fotos und Videos. Angeregt durch die begeisterten Reaktionen auf die 2015 lancierte Initiative IPV Video Prize steht nun schon die zweite Verleihung an. Einreichungen sind bis zum 1. März 2017 willkommen. Teilnehmen können Videos zum Thema Intimität, dem Thema des nächsten IPV-Kongresses, der 2017 in Buenos Aires stattfinden wird. Dort können Sie dann auch die Aufführung des preisgekrönten Videos miterleben. Die technologische Revolution des Internetzeitalters und ein wachsendes internationales Bewusstsein für den Schutz der Privatsphäre haben uns die Notwendigkeit vor Augen geführt, ein neues Komitee für Vertraulichkeit, Committee on Confidentiality, einzurichten, weil wir genauso wie unsere wissenschaftlichen Organisationen der Datenschutz in der klinischen Arbeit und beim wissenschaftlichen Austausch, insbesondere auf Kongressen und internationalen Tagungen, sehr ernst nehmen. Das Subcommittee on Addiction, ein Ableger des Psychoanalysis and Mental Health Field Committee, beschäftigt sich mit der interregionalen Koordination der psychoanalytischen Beiträge zu diesem kritischen Bereich, die bislang innerhalb unserer Disziplin kaum dokumentiert wurden. Die Arbeitsgruppe IPA Professional Observatory hat die Aufgabe, in den verschiedenen Ländern Daten über die unseren Beruf betreffende Rechtslage, über die Satzungen der verschiedenen psychoanalytischen Gesellschaften sowie über die wirtschaftliche, politische und professionelle Situation in verschiedenen Teilen der Welt zu sammeln. Diese Daten könnten vor allem für jene Kollegen hochinteressant sein, die auf eigenen Wunsch oder gezwungenermaßen
in ein anderes Land auswandern und ihre psychoanalytische Praxis in einen neuen Kontext fortführen möchten. Das neue Sexual and Gender Diversity Studies Committee wird sich sehr intensiv und vor dem Hintergrund der allgemeinen soziokulturellen Veränderungen sowie der Fortschritte, die sich im Laufe der mehr als 100-jährigen Geschichte im psychoanalytischen Denken und Verständnis vollzogen haben, mit den zahlreichen Fragen und Schwierigkeiten im Zusammenhang mit sexueller und Gendervielfalt auseinandersetzen. Die Task Force on Institutional Issues und die Task Force on IPA and Constituent Organizations sind zwei Beispiele für die Selbstreflexion, die die IPV ihrer internen institutionellen Dynamik widmet, der im Leben unserer lokalen, nationalen und internationalen psychoanalytischen Gemeinschaften, ob im Guten oder im Schlechten, solch große Bedeutung zukommt. Diese Arbeitsgruppen sind seit mittlerweile einem Jahr ungemein aktiv. Wir haben mit Freude zur Kenntnis genommen, dass der Fragebogen, den sie an alle Gesellschaften geschickt haben, lebhaftes Interesse fand. Nun freuen wir uns darauf, Ihnen schon bald die außerordentlich anregenden Berichte dieser beiden Arbeitsgruppen vorstellen zu können. Sie werden uns inspirieren und es uns erleichtern, kenntnisreicher über die Art und Weise, wie wir uns organisieren und zusammenarbeiten, nachzudenken. In den ersten Monaten des kommenden Jahres sollen die ersten Einträge online gestellt werden, die von der Initiative IPA Interregional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis gesammelt wurden. Ein globales, beispielloses Projekt, für dessen Verwicklung drei großartige Teams aus Nordamerika, Lateinamerika und Europa eine innovative, ungemein ausgefeilte Methode erarbeitet haben. Dieses enzyklopädische Wörterbuch, das auf der intensiven Zusammenarbeit der drei Teams beruht, dokumentiert die Geschichte und die Entwicklung psychoanalytischer Begriffe und Konzepte in den verschiedenen geografischen Regionen und theoretischen Schulen. Von der besonderen wissenschaftlichen Funktion der IPV auf interregionaler Ebene zeugt auch die Koordination der Aktivitäten ihrer Working Parties und Working Groups in den verschiedenen geografischen Regionen. Das neue Working Party Committee wird Brücken schlagen, indem es Tagungen und interkontinentale Veranstaltungen organisiert und die wechselseitige Befruchtung, die ursprünglich von CAPSA initiiert wurde und mittlerweile seit etlichen Jahren erfolgreich ist, fortsetzt und fördert. All dies geschieht selbstverständlich in respektvoller Anerkennung der Beiträge, die die jeweiligen regionalen Organisationen in ihren eigenen Regionen leisten. Und wir sind zuversichtlich, die Zusammenarbeit mit ihnen weiter verbessern zu können. Ich freue mich, Ihnen im Kontext unserer Kooperation mit den regionalen Organisationen ankündigen zu können, dass das E-Journal Psychoanalysis Today, ein partnerschaftliches Projekt von IPF, FEPAL, IPV und NAPSAC, APSA, erfolgreich auf den Weg gebracht werden konnte, nachdem im vergangenen Monat in Montevideo die Incorporation unterzeichnet wurde. Diese gemeinsame Initiative steht für einen beispiellosen Zusammenschluss,
in dem gleichwohl die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ziele unserer Organisationen gewahrt bleiben. Sie dient als wunderbarer Meeting Point für den Dialog über gemeinsame Themen und gewährt in dieser neuen Form eines herausgeberischen Containers ein Maximum an stilistischer und inhaltlicher Freiheit. Zu den hochaktuellen Themen, die augenblicklich auf Psychoanalysis Today debattiert werden, zählt unter anderem Gewalt. Außerdem wird um Beiträge zum Thema psychoanalytische Überlegungen zur Migration gebeten. Was neue Horizonte betrifft, so freuen wir uns auch, Ihnen die Asia-Pacific Conference anzukündigen, die vom 4 bis 6 Mai 2017 in Taipei stattfinden wird, eine wissenschaftliche Veranstaltung für Psychoanalytiker mit dem faszinierenden Titel Asiatischer Ödipus. Dies ist das Präludium zu unserem Traum, die Gründung einer vierten IPV-Region, ein ehrgeiziges, spannendes Ziel, dessen Realisierung unsere Vereinigung erweitern, vor allem aber durch die Beiträge aus Kulturen, die Tausende von Jahren und Tausende von Meilen umspannen, bereichern wird. Wie wird sich die Psychoanalyse in den kommenden Jahrzehnten entwickeln? Lassen Sie uns gemeinsam über diese Frage nachdenken und nach Antworten suchen. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei das Komitee International New Groups, ING, das sich um die angemessene Entwicklung der psychoanalytischen Ausbildung in Ländern, in denen sie gerade erst aufgebaut wird, kümmert. Die größte Entwicklung der vergangenen Jahre war nicht lediglich die Erweiterung auf neue geografische Regionen, sondern auch die Planung und Realisierung neuer Arbeitsmethoden für die Sponsoring- und Liaison-Committees, also für die Committees, die sich den neuen lokalen Organisationen widmen. Besondere Aufmerksamkeit gilt nun der Untersuchung der Gruppendynamik, die die Entwicklung neuer lokaler wissenschaftlicher Gemeinschaften unterstützen oder beeinträchtigen kann. Dieser Fokus verdankt sich jahrelanger Erfahrung und ermöglicht eine ganz neue Perspektive, die bereits Früchte zu tragen scheint und die Grundlage für eine Ausbildungskultur bildet, die wesentlich weiterentwickelt ist, als es in der Vergangenheit der Fall war. Eine weitere neue Initiative wurde unter dem Namen Sister Societies eingeführt, ein Programm, in dem Gesellschaften aus den unterschiedlichen Regionen dazu angeregt werden, sich zusammenzufinden, um ihre Unterschiede und Ähnlichkeiten zu erforschen. Dieses Programm verkörpert eines der wichtigsten Ziele unserer Administration, die Vernetzung, indem es kulturenübergreifende Aktivitäten und Veranstaltungen anbietet, die Neugier anregt und neue Möglichkeiten, theoretisch, klinisch und kulturell zu denken, aufzeigt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, führt unsere Administration auch die Finanzierung des CAPSA-Programms fort, mit dem die IPV ganz erhebliche finanzielle Unterstützung für Gesellschaften gewährt, um es ihnen zu ermöglichen, IPV-Mitglieder aus anderen Regionen zu Vorträgen und zur Beteiligung am Leben der Gesellschaft einzuladen. Beide Programme tragen zum Brückenbau bei. Abschließend möchte ich weitere Felder erwähnen, in denen wichtige Veränderungsprozesse angestoßen wurden.
die Fortschritte in der Organisation der integrierten Ausbildung in zahlreichen Gesellschaften, die dadurch einen zusätzlichen, optionalen und von der IPV anerkannten Ausbildungsgang für die Erwachsenen und die Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse eingerichtet und die notwendigen Anpassungen an das Ausbildungsprogramm in den verschiedenen nationalen Instituten vorgenommen haben, sodann die immer weitere Kreise einbeziehende Debatte über die Veränderungen des Ausbildungsmodells mit spezieller Bezugnahme auf Varianten des Eitingon-Modells, die in den Zweiggesellschaften und in den Foren unseres Komitees für Education and Oversight geführt wird. Diese Diskussionen greifen die aktuellen Entwicklungen in den verschiedenen geografischen Regionen auf und versuchen, die Regularien der IPV mit den realen Veränderungen, die sich in der heutigen Psychoanalyse vollziehen, in Einklang zu bringen. Erwähnen möchte ich auch die Beratungsgespräche, die mit all unseren Mitgliedern und Gesellschaften über die vorgeschlagenen Veränderungen des Ethikkodex der IPV geführt wurden. Diese Veränderungen dienen der Einbeziehung der Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse in den Kodex. Wir danken unseren Mitgliedern und Zweiggesellschaft sehr für ihre Meinungsäußerungen und für ihre Beteiligung an dieser so wichtigen Debatte, die dazu beiträgt, der Psychoanalyse in einer sich wandelnden Welt ihre Bedeutung zu sichern. Aufgrund der begrenzten Zeit habe ich hier die zahlreichen anderen Komitees und Arbeitsgruppen nicht erwähnen können, die sich seit Jahren auf bewundernswerte Weise ihren Aufgaben widmen. Da dies aber nun wieder ein Kongressjahr ist, geht unser spezieller Dank an die Organisatoren des 2017 IPV-IPSO-Kongresses. Begleitet von den Rhythmen des Tangos erwartet uns Buenos Aires im Juli zu unserem Kongress mit dem Thema Intimität, einer interpsychischen Dimension, die für die heutige Psychoanalyse zutiefst charakteristisch ist. Wir hoffen auf die Teilnahme unserer Kollegen aus der ganzen Welt, auf ihre Beteiligung an dem offenen, reichen interregionalen Dialog, der unsere Kongresse so besonders macht. Es gibt erneut vorab organisierte Diskussionsgruppen, die ehemaligen Boston Groups, die wir mittlerweile als International Groups bezeichnen, und multilinguale Simultanübersetzungen. Die IPSO-Kandidaten haben bereits eine großartige Gastgeberinitiative ins Leben gerufen, und ich möchte Ihnen im Namen der gesamten Administration für die Warmherzigkeit, den Elan und die Begeisterung danken, mit der Sie bei der Sache sind. Der Buenos Aires Kongress hat für uns eine ganz besondere Bedeutung, weil wir bei dieser Veranstaltung die Administration an unsere designierten Nachfolger Virginia Unger und Sergio Nick übergeben werden. Als amtierender Vorstand wissen wir die IPV in fähigen Händen. Unsere Arbeit ist noch keineswegs getan, aber ich nutze diese Gelegenheit dennoch, um meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Administration, die diese aufregende Reise mit mir unternommen haben, meine tief empfundene Dankbarkeit auszusprechen. Unserer Vizepräsidentin Alexandra Billinghurst, unserem Schatzmeister Andrew Brook, unserem
ehemaliger Schatzmeister Juan Carlos Weissmann und unserem Executive Director Paul Craig. Einer Tradition folgend, für die Zusprache, ich die Ehre und das Vergnügen habe, sende ich im Namen der HPV-Administration, des Beirats und unserer Mitarbeiter im Lexikon allen IPV-Mitgliedern und Kandidaten sowie ihren Familien und Freunden unsere besten Wünsche für ein zufriedenes, erfülltes 2017.